Heute werfen wir einen Blick auf die neue Quibi-App. Der Streamingdienst aus den USA ist letzte Woche gestartet und hat rund 2 Milliarden Dollar im Rücken. Da kann man also einiges erwarten. Wenn man durchwischt, fällt sofort auf, da hat es ganz, ganz viele Sachen, die wir aber alle noch nicht kennen. Hier und da ein berühmter Name, zum Beispiel, wo haben wir ihn? Hier, Idris Elba hat irgendeine Stuntshow. Sendungen fangen übrigens sofort an, wenn man sie aufwischt. Man muss nicht mal draufdrücken. Wischen wir noch ein bisschen weiter, da haben wir noch Punked, kennen wir auch noch von früher. Nachrichtensendungen hat es auch. In der zweiten Ansicht sieht alles ein bisschen eher nach Netflix aus, da wischt man dann horizontal. Und da hat es auch verschiedene Sachen, da die Lifestyle-Zusammenfassung. Da ist noch interessant, die BBC hat auch ein Nachrichtenformat dafür. Aber das wollen wir jetzt alles gar nicht sehen, sondern stattdessen 4 Gründe, warum man Quibi doch noch schnell ausprobieren sollte. Erstens, die ersten 90 Tage sind kostenlos. Man kann also relativ sorgenfrei mal durchschauen, ob es etwas hat, was einem gefällt. Aber Achtung, ist alles auf Englisch, Deutsch gibt's nicht. Nummer 2. Die App ist rasend schnell und unglaublich toll programmiert. Also auch wenn man keine der Serien mag oder gucken mag, es lohnt sich nur schon, die App mal auszuprobieren. Ich muss sagen, ich hatte da sehr viel Spaß, nur einfach beim Rumwischen und Rumprobieren der App. Wirklich sehr, sehr gut programmiert. Grund Nummer 3 sehen wir hier. Starten wir eine Serie. Das Ganze beginnt im Hochformat, weil wir das Handy auch so halten. Und wenn man dann dreht, Achtung, dann müssen wir jetzt noch laden. So, Start klar. Wechselt es rasend schnell ins Querformat. Man muss wirklich genau schauen, ob man den Unterschied merkt. Und bis jetzt habe ich noch keine Serie entdeckt, bei der das Querformat und Hochformat nicht wirklich gut funktioniert hat. Da haben sie sich wirklich zum Start sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ob sie das längerfristig auch können, wird sich zeigen. Und noch Grund Nummer 4 für Quibi, die Serie hier, die heißt Flipped. Ich habe schon alle Folgen durchgeschaut, sehr, sehr lustig, ich kann es nur empfehlen. Erinnert ein bisschen an Breaking Bad, aber nur ganz, ganz ein bisschen. Also unbedingt reinschauen. Oh, und einen Nachteil habe ich noch vergessen. Quibi funktioniert nur auf dem Handy wirklich gut. Selbst auf dem iPad, ja, man sieht's. Und auf dem Fernseher kann man es auch vergessen. Soll aber alles nachgebessert werden.